Mal herzlich willkommen zum Gottesdienst. Nach zweimonatiger Zwangspause dürfen wir mal wieder Gottesdienst machen. Es war mit begrenztem Raum, aber ja, mit begrenzter Zahl auch. Aber wir freuen uns dennoch, wieder Gottesdienst feiern zu dürfen. Gott wieder zu feiern in der Gemeinschaft. Ist ein bisschen komisch mit dem Mundschutz, ja. Man geht fast wie ein Bankräuber in die Bank, ja. Zum Gottesdienst, sieht alles ein bisschen komisch aus, so ein bisschen auch eine andere, ja, ist ein bisschen, man ist nicht so ganz frei, aber Jesus gibt uns die Freiheit, die von innen kommt. Und er gibt uns eine Hoffnung, die ist unvergänglich, deswegen ist mein Thema heute auch, lebe aus Hoffnung und Gnade. Friede mit Gott erfüllt dein Herz, das soll einfach so auch heute geschehen für jeden Zuhörer. Der Friede Gottes, der höher ist wie alle Vernunft, soll dein Herz erfüllen und soll dich so richtig von innen her froh machen. Ja? Dieser Friede, der höher ist wie alle Vernunft. Ich habe einen Bibeltext aus Römer Kapitel 5, 1 bis 7, den wir uns jetzt mal genauer ansehen, wo auch diese Hoffnung beschrieben wird, die wir als Gotteskinder haben. Römer 5, 1 und 2 heißt es, das ist einer meiner Lieblingsplätze, da fahre ich als hin auf den Berg, da habe ich mal diese Verse draufgeschrieben. Das ist auch ein Platz, wo ich besonders auch immer zu Gott reden kann, seine Schöpfung sehe, da hat man eine weite Aussicht, dann hat man auch einen Blick, wie Gott eigentlich alles sieht und wie er alles wunderbar geschaffen hat. Also Römer 5, 1 und 2. Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen, auf das wir uns jetzt gründen. Und mehr noch, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz. Und das wünsche ich uns so, dass diese Hoffnung heute unser Herz erfüllt und auch jeden Tag, dass wir in dieser Hoffnung gehen, ja, weil wir Friede mit Gott haben, weil Gott uns unsere Schuld vergeben hat, weil wir reingewaschen sind durch das Blut Jesu, dürfen wir kommen in einer besonderen Hoffnung, die unser Herz erfüllt, ja. Ja, hier steht sogar mit Freude und Stolz. Ja, Friede mit Gott, das ist so das, was wir uns immer wieder nehmen dürfen, aus dem wir leben dürfen. Friede und Hoffnung auch in der Krise. Auch wenn wir ein bisschen in einer komischen Zeit leben jetzt mit diesen Corona und diesen Corona-Einschränkungen. Dennoch erfüllt uns unser Herz erfüllt uns mit Gottes Hoffnung. In Philipper 4, 6 und 7 heißt es ja, macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Das ist schon mal ein Vorrecht, ja, in jeder Lage immer und überall zu Gott reden zu können und zu ihm beten, ja, sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Wir dürfen ihm auch sagen, was uns Sorge macht, was uns unser Herzen bedrückt. Und wir können bei ihm abladen, denn Jesus sagt ja immer, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, damit ihr Ruhe findet in euren Seelen. Er will uns immer wieder den Frieden geben, die Ruhe und die Ausgeglichenheit in unseren Seelen. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eine andere Übersetzung heißt, der alle Vernunft übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren. Weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Weil wir mit Jesus Christus verbunden sind, leben wir in dieser besonderen Hoffnung. Ein Vers vorher steht noch in Philipper 4 hier, ja, Vers 4, das bekannte Wort, freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Ja, die Freude im Herrn und am Herrn ist ja unsere Stärke. Und daraus zu leben, gibt uns diese besondere Hoffnung. Wir brauchen ja die Hoffnung, wie auch die Luft zum Atmen. Die Menschen brauchen Hoffnung. Wenn alles so dunkel ist, ja, in der Welt, ja, wenn so viel Krise, man hört nur noch Corona-Nachrichten die letzte Zeit, ja,
dann müssen wir unser Augenmerk wieder nach oben richten, nach den Anfängern und Vollender des Glaubens, damit wir seine Perspektive bekommen und nicht nur gedrückt und irgendwie enttäuscht, entmutigt, niedergeschlagen sind. Ja? Darum freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Ja, Freude ist auch eine Entscheidung des Herzens, dass man immer wieder durchspricht. Wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, dieses Kämmerlein-Beziehung, Herr, wenn wir zu ihm gehen und zu ihm beten, dann bricht sich auch die Freudebahn in unseren Herzen. Weil Gott ist ein Freudengeber und Freudenspender. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Ich glaube, wir sind sehr nah in dieser Endzeit, dass der Herr bald kommt. Es erfüllen sich Dinge vor unseren Augen, ja, die sind schon in der Bibel beschrieben. Und hier dürfen wir wie die fünf klugen Jungfrauen sein und unsere Lampen voll Öl haben. Das heißt, wir sind erfüllt im Heiligen Geist. Wir sind ausgerichtet auf Gott. Wir leben in einer Liebesbeziehung mit ihm, ja. Und darum sind wir bereitet, wenn der Bräutigam kommt. Wir sind vorbereitet, wir sind in Erwartung, wir sind in dem Frieden Gottes. Die Sünde ist uns vergeben, wir sind reingewaschen und wir können voller Hoffnung sein Kommen erwarten. Früher haben sie schon sich gegrüßt mit Maranatha. Der Herr kommt, heißt das. Der Herr kommt bald. Und so dürfen wir auch in dieser Erwartungshaltung sein. Der Herr wird kommen. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Ja, das ist eine Grundeinstellung. Diese Pandemie geht ja irgendwie über die ganze Erde. Das ist ein schönes Bild, gefällt mir gut. Ja. Die ganze Erde hat eine Schnüffelbüchse an, ja. Und irgendwie eine Maske an. Irgendwo. Das betrifft jedes Land. Und man sieht auch jetzt, wie auch die Wirtschaft nochmal sehr in den Keller geht. Ja. Wirtschaftskrise, die sehr wahrscheinlich kommen wird. Und so liegt alles im Argen. Aber wir lesen weiter in Römer 5, Vers 3. Doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Ja? Denn Leid macht geduldig, Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Ja, Leid will irgendwo keiner sich irgendwo nehmen. Aber wenn wir auch durch unseren Glauben leiden müssen, dann dürfen wir dennoch voller Hoffnung sein. Wir dürfen auch im Leid sagen, Herr, du stehst über dieser Situation, Amen. Über dem, was ich jetzt durchmache. Ja, ist es Trauer, ist es Schmerz, sind es Bedrängnisse, ist es Verfolgung, ja. Hier in Deutschland geht es uns noch gut. Wir haben nicht diese Verfolgung, ja, wie in anderen Ländern, wo sie die Bibel verboten bekommen zu lesen, ja, wo sie wirklich diskriminiert werden, ihres Glaubens wegen, geschlagen und gefoltert. In der heutigen Zeit, denkt man, ist nicht möglich, aber es ist in der heutigen Zeit mehr Verfolgung wie denn je. Das ist komisch, ja, aber in der letzten Zeit brüllt der Teufel noch einmal ganz massiv und er greift auch die Christen an und oftmals tut er das durch Menschen, ja. Das dürfen wir wissen, Leid festigt unseren Glauben, ja, das kann man sich nicht vorstellen, aber Gott ist ein guter Tröster, er tröstet uns, wie eine Mutter uns tröstet. Heute ist ja Muttertag, nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Mütter. Ja? Ihr seid die wahren Heldinnen des Alltags, habe ich heute Morgen auch schon gepostet. So. Ja? Sie sind die wahren Heldinnen des Alltags, sie stehen immer ihre Frau an den Kindern und das hat sehr viel mit Aufopferung zu tun, mit Opferbereitschaft. Ja? Gerade jetzt auch, wo die Kindergärten und die Kindertagesstätten noch geschlossen sind, Schulen noch ja, teilweise geschlossen. Da kommt viel Last auf Mütter und auf Väter auch zu. Und das sind wirklich die wahren Heldinnen, die das so auch tragen können. Ja? Leid festigt unseren Glauben. Leid macht geduldig. Ja?
Das ist es auch, auszuharren im Glauben, nicht nachzulassen. Gott lässt Leid zu, ja. Leid ist ja auch irgendwie das Megafon Gottes, sagt C.S. Lewis, ja. Gott flüstert ja zu uns durch den Heiligen Geist. Ein leises Reden durch seinen Heiligen Geist. Das sind Impulse, die wir vernehmen, ja. Er spricht zu uns durch sein Wort. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann spricht er zu uns. Er spricht, ja, wenn du willst, dass Gott zu dir redet, nimm sein Wort und lese es. Es ist ein spezieller Liebesbrief an dich. Und Gott schreit durch Leid, ja. Wenn Menschen gar nicht hören wollen und dann kommen sie mal in Leid und dann merken sie, ich bin irgendwo doch abhängig von einer höheren Macht. Und oftmals schreien sie dann im Leid. Ja, wenn dich mal richtig eine Krankheit trifft, du weißt, da kann ich jetzt nicht mehr, da muss was Übernatürliches geschehen, damit ich da durchkomme. Ja, auch mit dieser Corona, da haben ja viele Angst, werde ich das noch überleben? Ja, also ich habe schon von Männern gehört oder auch von Frauen, die waren weit über 90 und haben diese Corona noch überlebt. Ja, einer hat geschrieben, ich bin jetzt 98 und das Corona, das schmeißt mich nicht um. Ich werde auch noch 100. Ja? Und manche, ja, sind da in Angst. Die ganze Welt ist ja irgendwo in Angst und man hat irgendwo eine Furcht in sich, die ist nicht normal. Der Teufel will ja den Menschen Angst einjagen und sie ins Boxhorn jagen. Ja? Aber wir dürfen wissen, Gott spricht das letzte Wort. Amen. Und er hält die Hand über uns. Halleluja. Und er segnet uns. Also Gott sucht beständig einen Weg zum Herzen der Menschen. Und Leid ist die letzte zugegebenerweise harte Option, sich bei einem ungläubigen Menschen Gehör zu verschaffen. Also das ist eine harte Option, aber Gott benutzt es, um sich Gehör zu verschaffen. Ja? 1. Petrus 4, Vers 12. Meine lieben Freunde, wundert euch nicht über die heftigen Anfeindungen, die ihr jetzt erfahrt. Sie sollen euren Glauben prüfen und sind nichts Außergewöhnliches. Ja? Wir müssen das mal mit drin haben, ja? Dass wir auch bereit sind, diese Leid zu tragen, auch zu leiden für Christus. Ja? Es ist eine Entscheidung des Herzens. Ja? Die Tage war ich hier auf den Rapsfeldern bei unserem Berg, ja, da haben wir so eine schöne Ecke, das ist die Wallner Platte und überall blühen da die Rapsfelder. Ich habe es auch meiner Frau gezeigt die Woche hier. Das ist so schön, eine herrliche Pracht. Da steht die Urwallner Kapelle, ja, da war früher mal ein Dorf rundherum. Früher, dann sind sie später nach Wallen gezogen, ja. Und die Kapelle steht da. Ist immer auch wieder ein schöner Ort des Gebets. Aber weiter hier in unserem Römer Kapitel 5 in Vers 4. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere. Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt. Und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Ja? Das dürfen wir wissen, ja? Diese Hoffnung geht nicht ins Leere. Es ist eine Hoffnung, die uns nicht enttäuscht. An der können wir uns festmachen. An der können wir uns wirklich, die wird uns nicht enttäuschen. Menschen enttäuschen uns immer, aber Gott enttäuscht uns nicht. Und er hat uns den Heiligen Geist geschenkt bei der Wiedergeburt. Und durch ihn hat Gott unsere Herzen erfüllt. Die Liebe Gottes wird ausgegossen, immer wieder in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wenn wir zu ihm kommen, er erfüllt uns. So sind wir errettet aus Gnade, nicht aus Werken. Ja? Die Hoffnung der Gnade. Wir können nicht aus Werken und wir können nicht gerecht werden durch gute Werke. Gott, jetzt mache ich so viel Gutes da und du musst mich doch jetzt annehmen. Nein, wir sind nicht durch Werke errettet. Epheser 2, 8 bis 10 heißt es. Denn aus Gnade seid ihr errettet. Durch den Glauben. Ohne Glaube kann niemand Gott gefallen. Ja? Wir sind errettet durch Gnade und durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Ja?
wenn wir aus Werken gerettet werden, dann würde einer mehr protzen mit dem, was er Gutes tut, ne? Wie der andere. Nein, wir müssen uns dieses Gnadengeschenk von Golgatha persönlich nehmen, damit wir errettet werden. Denn wir sind seine Schöpfung. Jeder Mensch ist ein Gedanke Gottes, wunderbar gemacht von Gott. Individuell, als Original, Spitze, du bist einmalig und dich gibt's nur einmal. Darum sei zufrieden und im Reinen mit dir selbst. Halleluja. Nimm dich so an. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat gute Werke für uns vorbereitet und wir tun die guten Werke mit seiner Hilfe, mit der Leitung des Heiligen Geistes. Wir lassen uns führen, ja, wir lassen uns führen, ja. Wir müssen vorwärts leben, aber wir können oft nur rückwärts verstehen, ja. Da habe ich mal so ein Bild mit dem Rückspiegel gemacht, ja. Wir können nur rückwärts verstehen. Oftmals, man sagt ja auch, im Nachhinein ist man immer schlauer. Mhm. Wenn man Revue passieren, passiert sein Leben, wo man Fehler gemacht hat, ja. Dann denkt man, das mache ich nicht nochmal. Ja? Diesen Fehler will ich nicht nochmal wiederholen. Gott bewahre mich, dass ich diesen Fehler nicht nochmal mache. Und so können wir wirklich ausgerichtet sein. Ja? Aber lebe dein Leben nicht nur aus dem Rückspiegel, sondern sei nach vorne orientiert. Also wer das Ziel kennt, der Himmel ist deine Berufung, ja? Dann findest du auch den Weg dorthin. Und du wirst auf Kurs bleiben. Fokussiert, ausgerichtet sein, wie Paulus es auch über sich sagt, hier in Philipper 3, Vers 12 und 13. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Hoffentlich sind wir alle von Jesus Christus ergriffen und noch in der ersten Liebe und noch begeistert für das, was Jesus für uns getan hat, ja? Weil ich von Christus ergriffen bin. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Noch sind wir nicht im Himmel. Noch sind wir hier auf der Durchreise, ja? Aber eins steht fest. Ich will vergessen, was hinter mir liegt. Ja? Ich will nicht den alten Geschichten nachhängen. Ich will nicht den alten Verletzungen nachhängen. Nein, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel, das vor mir liegt. Das ist auch immer wieder eine Herzensausrichtung, eine Entscheidung, dass wir die treffen für uns. Wir wollen nach vorne ausgerichtet sein. Ja? Dann geht es ja weiter. Ich jage nach meiner himmlischen Berufung. Ja, dem Siegeskranz, den ich von Gott empfangen werde, dem nachzujagen, dem Himmel im Herzen und dem nachzujagen, was wirklich zählt. Auch in dieser Corona-Krise, wir müssen unseren Blick nach oben richten. Ja? Wie es auch heißt im Psalm 122, richte meinen Blick nach oben, zu den Bergen, von wo mir die Hilfe kommt. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und Gott sitzt auf dem Thron, in jeder Krise. Er sitzt auf dem Thron und er hat alles im Griff. Ja, er hat alles im Griff und die Dinge geschehen, weil Gott es schon so vorhergesagt hat. Es wird so geschehen. Der Egoismus des Menschen, da kommen Probleme, da kommen Kriege, wenn ihr von Kriegen und Kriegsgeschrei hört, wundert euch nicht. Es muss so geschehen. Erdbeben, Katastrophen, es wird so geschehen. Bis der Friedefürst wiederkommt. Bis Jesus wiederkommt und sein Reich aufbaut. Auch das tausendjährige Reich hier auf Erden. Jesus wird dort regieren und wird die Erde hier wieder in göttliche Ordnung führen. Er wird nochmal einige Dinge richtig gut machen. Ja, und richtig machen. Und jetzt komme ich zu diesem zweiten Gedanken. Friede mit Gott durch Jesu unbeschreibliche Liebe. Wir haben Friede mit Gott, weil wir die Liebe Jesu erkannt haben. Wenn es eine Liebe gab, die hat sich manifestiert am Kreuz von Golgatha. Die hat sich gezeigt in dem, was er Jesus bereit war zu durchleiden für uns. Und das dürfen wir erkennen. Er gibt uns hier auch erleuchtete Augen des Herzens, damit wir das richtig begreifen.
Lesen wir weiter im Römer 5, 7 und 8. Diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus zur rechten Zeit für uns gottlose Menschen gestorben ist. Jesus ist für den Sünder gestorben. Ja? Er selbst sagt, nicht die Gerechten brauchen den Arzt, sondern die Sünder. Ja? Die von sich aus gerecht sind, denen kann man sowieso nicht helfen. Ja? Die lässt er machen, aber die wissen, ja, haben wir so am Freitag drüber unterhalten. Ja? Aber die wissen, ich brauche Jesus, ich brauche Vergebung, ich brauche Reinwaschung von meiner Sündenschuld. Denen ist er ein Arzt, denen ist er ein Sündenvergeber, denen ist er ein Heiler. Ja? Als wir noch hilflos der Sünde ausgeliefert waren, hat er sein Leben für uns hingegeben. Ja? Als wir noch Sünder waren, hat er sein Leben hingegeben und er hat ihn für jeden von uns persönlich hingegeben, sein Leben. Kaum jemand würde für einen anderen Menschen sterben, selbst wenn dieser schuldlos wäre. Es mag ja vorkommen, dass einer sein Leben für einen ganz besonderen, gütigen Menschen opfert. Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Er starb für uns, als wir noch Sünder waren. Ja? Und Jesus liebt dich. Er liebt die Sünder. Aber er will uns von der Sünde frei machen. Ja? Man hat ja auch über Jesus gesagt, er hat Gemeinschaft. Er ist ein Fresser und ein Säufer, hat man ihn bezeichnet. Und er hat Gemeinschaft mit Fressern und Säufern. Ja? Und das hat man ja, er hat Gemeinschaft auch mit Sündern. Er war bereit, den Sündern Gott zu zeigen, die Liebe Gottes und ihnen Vergebung auszusprechen, dass sie ihr Leben ändern. Ja? Also dann den Zachäus auf dem Baum, ja, der wollte Jesus sehen, begegnen ist. Ja? Heute will ich in deinem Haus mit dir Gemeinschaft haben. Ja? Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Der Zöllner, der war kein angesehener Mann. Ja? Der war verachtet von den Menschen, der hatte immer sich in die eigenen Tasche was reingeschafft. Ja? Den konnte man nicht gut leiden unter den Juden. Und Jesus hat mit ihm Gemeinschaft gehabt. Und als Jesus ihm begegnete, war er bereit, seine Schuld zu erkennen und zu bekennen. Er hat gesagt, ich gebe vierfach zurück, was ich zu viel genommen habe, wo ich Menschen betrogen habe. Ich gebe es vierfach zurück. Da ist echte Buße in sein Herz gekommen. Ja? Und der Friede Gottes ist bei ihm eingezogen. Wir kennen dieses schöne Lied. Ja? Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Das könnten wir jetzt durchsingen. Mir ist wohl in dem Herrn. Okay, das soll so sein. Friede mit Gott, meine Seele durchdringt. Das soll sein, ja, dieser Friede mit Gott. In einem weiteren Vers heißt es, hier in diesem Lied, ja, das ist das bekannte Lied hier, wenn Friede mit Gott, wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Das muss uns doch begeistern, oder? Rein durch das Blut meines Herrn. Ja, dann heißt es in Vers 3, die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Fern. Er starb ja für mich am blutigen Stamm. Meine Seele lobpreise den Herrn. In 4. Nun lebe ich in Christo für Christum allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm habe ich Fried und Erlösung von Pein. Meine Seele ist selig im Herrn. So ein schönes Lied, ich wollte, dass Ruth heute singt. Ja? Darum ist es wichtig, dieser Friede, das ist ein Friede, den die Welt nicht kennt.
Und diesen Frieden haben wir. Welch ein Vorrecht, welch eine Gnade. Johannes 16, 33 sagt Jesus, dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe diese Welt besiegt. Jesus Sieg gilt ein für alle Mal für uns alle und für alle Zeiten. Ja, das Kreuz ist der Mittelpunkt der Weltgeschichte und das ist eine Straßensperre zur Hölle. Und hier hat es erwirkt und er hat es erreicht für uns. Ja, da sagt er auch in Johannes 14, Vers 1, seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Ermutigte Jesus seine Jünger, glaubt an Gott und glaubt an mich. Ja, 14, Vers 1 und 2 heißt es dann, meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ja, und ich gehe voraus, euch dort eine Stätte zu bereiten. Und dann hole ich euch zu mir, bei Jesus zu sein. Das soll unsere Herzen erfüllen und soll unsere Herzen froh machen. Der Friede Gottes soll unseren Alltag begleiten. Und wenn der Friede Gottes nicht in deinem Herzen ist, dann überdenk deine Situation, überdenk deine Beziehung. Was steht diesem Frieden im Wege? Kolosser 3, 15 und 16. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Es ist immer wichtig, dass er regiert. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Dankbarkeit ist auch ein Schlüssel zur Zufriedenheit. Immer wieder, wenn du dankbar bist für alles, was Gott Gutes in dein Leben geführt hat, wird Zufriedenheit in dein Herz kommen. Wird dieser innere Friede Gottes in dein Herz kommen. Lass das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Ja, das Wort Gottes muss in uns wohnen. Nimm dir deine Bibel. Du gehst immer friedvoller und freudvoller in die Bibel, aus der Bibel raus, wie du reingehst. Weil es ist eine Kraftquelle. Es ist ein Liebesbrief an dich. Und wenn du das Wort liest, bekommst du Kraft. Lass das Wort reichlich in deinem Herzen wohnen. Sinne darüber nach, Tag und Nacht. Lehrt, ermahnt einander. Singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Dem Herrn lieblich in euren Herzen. Wie schön, dass wir das heute auch wieder in der Gemeinschaft machen können. Den Herrn zu loben, ihn zu preisen, ihn zu feiern, ihm die Ehre zu geben in der Gemeinschaft. Welch ein Vorrecht. Friede Gottes soll unseren Alltag anleiten. Wie kommt diese Hoffnung und der Friede in unser Herz? Wie kommt die, ja? Wie kommt die? In 1. Petrus sagt Petrus uns im 1. Kapitel 3 und 4, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Amen. Durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Jesus baut uns eine Wohnung und wir werden einmal bei ihm sein und wir werden ihn dort auch anbeten aus einem freudigen Herzen. Ja? Aber Gott sei Dank, dass wir durchgebrochen sind zur Wiedergeburt. Wie bricht man zur Wiedergeburt durch? Es ist auch wichtig, dass jeder das innere Gewissheit hat, ich bin wiedergeboren aus Wasser und Geist. Ja? Das ist so entscheidend, ja. Ohne Buße geschieht das nicht. Jesus erklärte Nikodemus die Wiedergeburt. Ja, wie er hier hindurchsprechen kann. Ja, dieses Johannes 3, das wird da beschrieben, ja, wie dieser Nikodemus des Nachts zu Jesus kam, weil er sich am Tag vielleicht nicht traute, weil er ein Jude aus dem Hohen Rat war. Ja, und Jesus antwortete ihm, er hatte die Frage, wie kann ich denn ins Himmelreich kommen? Wie komme ich dann da oben an? Du weißt Bescheid. Du kommst von da. Du weißt Bescheid. Ja? Und Jesus antwortete diesem Nikodemus und er antwortet auch uns, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht ins Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Amen.
Das muss man gerade religiösen Menschen sagen. Ihr müsst neu geboren werden. Das heißt, durch Buße, ich gebe Jesus mein Herz, die ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Das werde ich, indem ich Jesus mein Herz lasse, um ihm auch die Herrschaft meines Lebens übergebe. Jetzt stehe ich nicht mehr auf dem Thron, jetzt sitzt Jesus auf meinem Lebensthron. Er darf über mich regieren, er darf mich führen, er darf mich lenken. Und ich will aus Wasser und Geist geboren werden. Das heißt, durch das Wasserbad des Wortes bekomme ich Erkenntnis. Ich lese das Wort und der Geist Gottes macht es mir lebendig. Und bei der Wiedergeburt zieht der Heilige Geist ein. Gottes Geist, ja, der Pneumatheo, gibt deinem Geist das Zeugnis. Jetzt bist du ein Gotteskind, deine Sünden sind dir vergeben, du bist wiedergeboren. Müssen die Menschen erleben, das kommt so oben nicht an. Jesus holt nur eine Braut zu sich, die wiedergeboren ist aus Wasser und Geist. Müssen wir wissen und müssen wir auch den Menschen wieder sagen. Damit bin ich am Ende dieser Botschaft. Noch ein Fazit, ja? Hoffnung, die dich nicht enttäuscht. Ja? Die Hoffnung trägt dich durch jede Krise. Lebe aus dieser Hoffnung. Halte diese Hoffnung fest. Und du bist aus Gnade errettet. Du kannst ja das nicht verdienen bei Gott durch gute Werke. Wenn du errettet bist, dann tust du automatisch gute Werke, weil der Geist Gottes in dir ist und er zeigt dir die vorbereiteten Werke Gottes. Und die tust du dann und dann gibst du ihm die Ehre dafür. Das bin nicht ich, das ist der Heilige Geist in mir und der Herr wirkt durch mich. Alles, was ihr tut, tut ja zur Ehre Gottes. Und das heißt auch da, tut es nicht den Menschen, sondern tut es dem Herrn. Dann tue ich es aus der Liebe Gottes den Menschen, ja, aber auch dem Herrn, ja. Du bist aus Gnade errettet. Aus Gnade bist du ein erlöstes Gotteskind, wiedergeboren, errettet, erlöst, ja. Der Friede Gottes regiert dein Herz. Und wenn der Friede Gottes nicht mehr dein Herz regiert, dann überdenk deine Situation. Vielleicht gibt es Dinge, die du ausräumen darfst und wo du Buße tun darfst und wo du um Vergebung bitten kannst. Und das ist der Friede Gottes. Er ist sehr wichtig in deinem Leben. Er soll dein Herz regieren. Und wenn er nicht regiert, dann gibt es Dinge auszuräumen oder Buße vor Gott zu tun oder auch Menschen um Vergebung zu bitten. Und ich will jetzt beten, dass das geschieht. Ihr dürft gern aufstehen dazu, im Herzen mitbeten. Vater, wir danken dir für diese Hoffnung, die uns nicht enttäuscht. Dass du deinen Sohn Jesus Christus als Liebe zu uns gesandt hast. Dass wir nicht verloren gehen, sondern dass wir ewiges Leben haben. Danke, Vater, für diese wunderbare Hoffnung, die nicht ins Leere greift. Wir dürfen aus dieser Hoffnung leben. Wir dürfen auch aus dieser Gnade leben, dass Jesus für uns alles vollbracht hat. Er hat für uns alles vollbracht am Kreuz von Golgatha. Er hat unsere Sünde dorthin gebracht und wir bringen sie auch dorthin und laden sie bei ihm ab. Jesus, du vergibst denen ihre Schuld, die wirklich zu dir kommen. Wer seine Sünde bekennt, da bist du treu und gerecht und du vergibst. Du reinigst von aller Sünde, von aller Schuld und du schenkst einen Neuanfang mit dir. Wer aus Neuem geboren ist, der ist eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Mach das jedem Zuschauer und Zuhörer bewusst, dass es ins Herz fällt. Und dass er diese Liebesbeziehung mit dir haben kann, die wirklich rein ist und die heilig ist und die Kraft gibt in der Krise. Vater, ich danke dir, dass der Friede Gottes, der höher ist wie alle Vernunft, unsere Herzen regiert. Und dass wir da immer wieder uns diesen Frieden nehmen bei dir. Dass wir unser Herz soll, einfach uns regieren. Sollst du regieren, Herr. Du sitzt auf dem Thron unseres Lebens. Und wir wollen mit dir gehen. Ja? Segne uns, Vater, und schenke uns diesen Frieden. Und leite uns in der Hoffnung. Wir gehen mit dir hoffnungsvoll in die Zukunft. In Jesu Namen. Seid gesegnet. Segne euch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.